Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, wir sind im Sapstraff-Seehafen angekommen. Und Aiwa, also Milas Diener, natürlich auch. Der hat uns zum Kampf herausgefordert, weil wir wahrscheinlich daran schuld sind, dass Milas Beine verkrüppelt sind. Sagt er jedenfalls. Ja, und jetzt gehen wir den einen aufs Maul. Aua, und der gibt uns vor 10.000. Oh mein Gott. Das ist nicht gut. So, hiervon muss ich Gebrauch machen. Was war das? So, zack. Bei so Bosskämpfen ist das natürlich richtig. Aua. Ich glaube, wenn so ein Ausrufezeichen ist, dann sollte ich mich von ihm fernhalten. Boah, es hat eine üble Kombination. Aua. Aber er ist eigentlich voll einfach. Na komm. Voilà. Boah. So, einmal heilen. Aua, oder auch nicht. Aua. Kann ich auch. Wieder ist nicht gut. Ich mache ja noch alle. Aber zum Glück hat Juice diese Fähigkeit. Na, jetzt kann ich ja gar nichts machen. Super. Ja, und jetzt? Wenn ich jetzt nicht irgendwas hab, was mir das wegmacht, dann habe ich ein Problem. Zack. Der war nicht so stark. Also jetzt hätte ich hier diesen Curry-Bonus gebrauchen können, aber nein. Egal. Pretty good for a phony. Call me whatever you want. I just want to help Mila. Ob man diesen Kampf heute verlieren können? Aber nee. Mila. I don't have time for this. You two can duke it out as much as you want. I'm leaving. Wie ernst das auch ist. I'm sorry. Es sieht einfach nur bekloppt aus. If you still aren't satisfied, I'll fight you again later. Right now we need to get moving. Ivor, I have something very important to give you. It's crucial that no one else gets their hands on it. Consider it as precious as my life. The lives of the four are counting on it. And you're entrusting it to me? I shall defend it to my last breath, Lady Mila. I knew I can count on my handmaid. Now, return to Nia Kara. What? Your duty is to protect Nia Kara. But Lady Mila, my place is with you. Don't make me repeat myself. Hurry up and take her. But don't forget who's the real handmaid. This guy. Sure thing. And I promise, I won't rest until Mila walks. Ich hätte vielleicht ihn noch das Butler-Kostüm anziehen sollen zu diesem Kampf. Ah, na gut. Hey. Hör mal zu, Schwender. Wenn Fürstin Mila Zustand auch nur einen nur im Mindesten verschlechtert, mache ich dir den Chaos, wenn es nur ein Kratzer ist. Hast du mich verstanden? Dann bist du ein toter Mann. Selbst wenn sich nur erkältet oder ihre Nase läuft oder sie seekrank wird. Was soll machst du noch hier?
Komm in die Puschen und zieh zu, was du für Mila geil. Das war ja, was soll's. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Part beenden soll oder nicht. Weil meine Festplatte spielt langsam nicht mehr mit. So. Kampf wäre bestimmt viel einfacher gewesen, wenn ich das hier gehabt hätte. So. Dann leveln wir noch ein bisschen auf. Und was? Wie viel habe ich? Bestien hier. Ach du Kacke. 29. Machtring. Ich habe gleich ein paar Zubehörteile. So, Lebensmittelländer. Oh, dann haben wir wenigstens einen Bosskampf in diesem Part. Sauber. So, wer hängt denn hier noch hinterher? Der Shop. Wenn ich jetzt öfter diese Dinger hole, dann wäre es wohl besser, wenn die ein bisschen billiger wären. Deswegen leveln wir hier den Lebensmittelhändler auf. Okay, was noch? Den Waffenladen. Geil. Zack. Luftrote, Silfenflüge, ja super. Boah. Immer wenn ich schon was gekauft habe, Mann. So, hallo. Was bekommen? Nö, okay. Ja, ich weiß ja nicht, ob die sich uns irgendwann anschließen. Jetzt extra ihr Geld auszugeben, ist auch blöd. Kann er nur für Jude im Moment kaufen. So, Zubehör. Ich will mal mehr Zubehör haben. Ach, die Dinger sind ja die alle. Stärke um 10. Was? Was haben wir noch? Schwarze Onyx. KP um 30. Ach, da kenne ich auch. Ach, da kenne ich auch. Von Tales of the Abyss und Zeugs. Stiefel, Ritterwappen, kritische Trefferquote. Das Problem ist, ich habe jetzt nur Jude, also weiß ich nicht. Kann ich im Moment nichts gebrauchen. Kann ich ja sonst nichts noch aufleveln? Insekten, ich habe voll viele Insekten. Ja, was soll's. Ja, dann würde ich mal sagen, ich tu den Part mal verfrüht beenden. Vielleicht sollte ich noch mal, ja, ich sollte mal kurz noch in der Taverne gehen. Und dann hole ich mir vielleicht noch ein paar Rezepte. Gerichte. Ich habe ja jetzt wie ein Bekloppter den Job aufgelevelt. So, was haben wir denn hier alles? Ich baue wieder was für Galt. 100%. Zwei Kämpfe. Was? Ja, nehme ich lieber hier sowas. Ist auch voll teuer und stimmt voll blöd, aber was soll's. Dann noch hier. Und hier. So, dann futtern wir direkt. Einen davon. Ja, machen wir erstmal hier so einen kleinen. Ja, natürlich muss ich ja nur den kleinen. So, Tofu, Miso-Suppe, ne? So, 150. Ich hoffe, das kostet hier 150. Hier zu übernachten. Ja, oh, Gott sei Dank. Dann haben wir einen Galt. Einen Galt haben wir da noch übrig. Einen einzigen. Nicht zwei, nicht drei. Ganz genau ein Galt. Da guckt ihn euch an. Na gut. Ja. Wegen Festplatten und so muss ich jetzt den Part verfrüht beenden. Und ja.
Ich danke euch fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Tales of Xillia. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, tschüss und so weiter und so fort. Bye bye.